Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Wir sind ja seit heute Morgen hier in Zypern, in unserer ganz schicken Wohnung. Hier ist alles so schön groß und weit, ein großer Raum. Ich zeige dir mal hier unser tolles Wohnzimmer. Und dann haben wir hier noch den Flur, da gibt es noch einige Zimmer. Das können wir alles gar nicht nutzen. Wir sind ja nur zu zweit hier. Zunächst mal, ja, genau, aber wir genießen es. Mir hat gerade eine Frau einen Termin abgesagt, deshalb habe ich ein bisschen Zeit, bevor ich mit meinen wunderbaren Akademikerinnen heute noch einen Live-Call habe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und deshalb dachte ich, gehe ich doch eben mal online hier live in die Gruppe, um mit dir was zu tauschen. Oder vielmehr nicht zu tauschen, sondern ja, dir was mit auf den Weg zu geben. Mein Mann hat heute Morgen, als wir in Amsterdam gestartet sind, mit dem Flieger mal wieder so ein schönes Beispiel gemacht. Man kann sich ja so wenig vorstellen, wenn man sich mal so Ideen, wenn man überhaupt mal wieder Ideen zulässt, wie denn das ideale Leben ausschaut. Und wir starten ja jetzt gerade noch mal. Wir machen ja eigentlich gerade so den nächsten Quantensprung nochmal in unserem Leben. Wir waren ja die letzten Jahre doch noch mehr in Deutschland, weil unser Sohn hat vor 2 Jahren Abitur gemacht und jetzt ist unsere Tochter eben auch fertig. Und dann hat es sich für mich einfach passender angefühlt, einfach noch in Deutschland während der Zeit zu sein. So, und jetzt sind beide aus der Schule draußen und jetzt sind wir einfach dabei, so den nächsten Step zu machen und noch mehr in der Welt unterwegs zu sein. Und eine Woche sind wir jetzt erstmal hier auf Zypern und schauen uns hier die Insel mal an. Wir sind heute Morgen in Paphos gelandet, hatten dann unser Auto abgeholt und sind dann erstmal hier nach Limassol gefahren. Schauen uns morgen hier Limassol mal ein bisschen näher an. Paphos, Larnaca steht auf jeden Fall noch auf der Agenda und ein Ort hat der. Fortsetzen. So, sorry, mein Mann hat gerade angerufen, der steht wohl vor der Tür. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, jetzt muss ich mich mal hier orientieren, muss ich mal gerade mitnehmen, dass ich meinem Mann mal die Tür aufmache. Ja, jetzt weiß ich noch mal. So, sorry. Der Kellner, mit dem wir heute Mittag gesprochen haben, was wir hier eigentlich so in Zypern machen, der hat uns noch so einen super Tipp gegeben, was auch ganz schön ist, vor allem Grün und Wälder und sowas. Das werden wir uns auch noch anschauen. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ja, und dann schauen wir einfach. So, Verbindung war weg. Lassen uns leiten und wo es uns dann eben am besten rein von unserem Bauchgefühl her gefällt. Da werden wir dann, ja, ein bisschen näher auf Wohnungssuche gehen. Okay, das aber jetzt nur so nebenbei. Was wollte ich eigentlich mit dir teilen? Als wir heute Morgen so, als der Flieger so abgehoben hat, da hat mein Mann wieder so ein geniales Beispiel gebracht. Denn wenn wir da mal so Ideen entwickeln, wie unser, also bei uns ist es einfach ortsunabhängig unterwegs zu sein und uns viel dort aufzuhalten, wo es warm ist. So, sorry, jetzt haben wir es, glaube ich. Wie das bei dir ausschaut, dein ideales Leben, das weiß ich ja nicht. Dann ist doch das letzten Endes genauso, dass wir es uns nicht so wirklich richtig vorstellen können. Aber wir können trotzdem durchstarten. Und das Beispiel, was mein Mann heute Morgen genannt hat, ist einfach, wir sitzen jetzt hier im Flieger und da ist so viel Energie. Nachschub. Unser Frühstück für morgen früh. Gibt nur eine Wassermelone. Und Obst. Eine Tüte Obst und Gemüse. Ui. Diesen Widerstand oder diese Kräfte, die da einfach da sind, die freigesetzt werden, dass so ein Riesenkoloss es schafft, in die Lüfte sich zu erheben und durch die Lüfte zu fliegen.
Also ich habe mit diesen Dingen nichts am Hut. Ich habe einfach das Vertrauen, ich setze mich in den Flieger und starte bei A und lande bei B, wo ich hin will. Also mit diesen physikalischen Gesetzen und. Ich habe einfach das Vertrauen. Und letzten Endes ist das genauso, wenn du dir mal einen Plan machst, mal zu Papier bringst, wie dein ideales Leben ausschaut und dann einfach durchstartest. Dir einen Mentor an deine Seite holst, der dort ist, wo du hin möchtest und dir dann einfach so den Weg zeigen lässt. Dich an die Hand nehmen lässt, sonst funktioniert das natürlich auch nicht, sonst dümpelst du ewig rum, weil es braucht einfach das Navigationssystem dazu, es braucht die Anleitung. Und das ist genauso der Knackpunkt, wo so viele einfach nochmal einen Rückzieher machen, genauso wie die Dame, die mir jetzt den Termin für heute Abend 18 Uhr abgesagt hat. Mit ihr hatte ich schon darüber gesprochen, wie ihr ideales Leben ausschaut, aber sie hat jetzt einfach sich nochmal zurück ins Schneckenhaus gezogen, weil sie Angst vor dem Fliegen hat. Weil sie einfach Angst vor dem Fliegen hat. Und das geht so vielen leider so. Und was ist letzten Endes? Man dreht wieder eine Schleife und denkt, irgendwann hätte ich doch nur. Es geht einem vielleicht kurzfristig ein bisschen gut, ein bisschen besser. Man hat Inspirationen bekommen, man hat vielleicht so die ein oder andere Idee entwickelt, das zu tun. Weil bei ihr ist es auch so, dass sie im Grunde genommen noch gar nicht mal so richtig wusste, was genau sie machen soll, bevor sie zu mir ins Gespräch gekommen ist und warum sie überhaupt hier auf Erden ist. Und sie hatte mir auch geschrieben, dass sie nur agiert, nur reagiert, statt zu agieren. Und da sind wir schon recht tief da in Details reingegangen und hatten da schon Klarheit geschaffen. Und jetzt wäre es darum gegangen, so wirklich abzuheben, sich in den Flieger des Lebens zu setzen und wirklich abzuheben und durchzustarten. Und ich weiß sehr gut, wie sich so jemand in dem Moment fühlt. Ich habe ja auch genügend Schleifen in meinem Leben gedreht, bis ich endlich bereit war, durchzustarten und mir gesagt habe, ich höre jetzt auf, wertvolle Lebenszeit an mir vorbeiziehen zu lassen. Ich starte jetzt durch und es gibt jetzt für mich nur noch eines, es gibt jetzt nur noch meinem Herzen zu folgen und nur noch die Dinge zu machen, die mir selbst entsprechen, die meinem Herzensplan entsprechen. Und das ist bei mir einfach, Menschen wie dir dabei zu helfen, auch durchzustarten. Dass du auch aufhörst, weiter Schleifen zu drehen, nicht weiterzukommen, irgendwann zu denken, hätte ich doch nur. Aber letzten Endes, ich kann dir das nur auf dem Silbertablett servieren. Umsetzen und in den Flieger einsteigen, um es nochmal auf dieses Beispiel zu beziehen, das darfst du natürlich selbst. Und du hast auch letzten Endes immer die Wahl. Du kannst noch so lange überlegen, soll ich nicht. Du kannst eine Entscheidung treffen. Ja, ich starte jetzt durch, dann kannst du dich wieder zurück ins Schneckenhaus ziehen. Du hast letzten Endes immer die Wahl, eine Entscheidung zu treffen, dir dein Leben selbst zu gestalten und die Verantwortung auch für dein Leben in die Hand zu nehmen. Oder du lässt dich weiterleben. Beides ist letzten Endes natürlich so, wie es ist. Es ist in Ordnung. Es geht letzten Endes um dich und es geht um dein Leben. Ich aus meiner Sicht, weil ich es eben selbst ja gerade erlebe und weil es ja gerade mein Weg war, nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst mich zu verabschieden, die Entscheidung zu treffen, in mich und meine persönliche Weiterentwicklung zu investieren, mir helfen zu lassen auf meinem Weg. Und deshalb weiß ich ja, wie viel Potenzial in dir steckt, wie viele Möglichkeiten es für dich gibt, dir dein ideales Leben zu kreieren, wenn du dann erstmal überhaupt weißt, was genau dein Ding ist. Und deshalb biete ich ja auch erstmal überhaupt eine Durchbruchssession an,
um mit dir gemeinsam herauszufinden, was ist denn überhaupt dein Ding? Wo ist genau der Schwachpunkt, um es mal so auszudrücken? Wo hängt's? Wo kommst du nicht weiter? Und dann finden wir binnen kurzer Zeit, 30, 40 Minuten auch heraus, was genau dein Ding ist, wie genau dein ideales Leben ausschaut. Dann kann ich dir nur anbieten, in den Flieger einzusteigen und dir helfen zu lassen und dir alles auf dem Silbertablett zu servieren, das es dazu braucht. Wenn ich von Silbertablett spreche, das ist ja genau der Weg, den ich gegangen bin, wo ich dich einfach unterstützen kann und deshalb weiß, wie viele Möglichkeiten du da hast. Doch noch mal reingehen. Oder du bleibst auf der Landebahn einfach kleben und steigst nicht in den Flieger ein. Oder hast schon mal ein, zwei Stufen gestartet und gehst wieder zurück. Es ist immer deine Wahl, es ist immer deine Entscheidung. Ja, und das finde ich manchmal so schade, weil ich das große Potenzial in dir sehe, weiß, was alles für dich möglich ist. Aber die Entscheidung treffen, in dein großartiges Leben durchzustarten und dir helfen zu lassen, das kannst natürlich nur du selbst. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Und da, wo deine größten Ängste sind, da ist auch das größte Potenzial. Wie lange bin ich schwanger damit gegangen, in Anführungsstrichen, meine Kündigung zu schreiben? Das ging auch nicht von heute auf morgen, weil natürlich auch Ängste und aufkamen. Aber ich habe mir gesagt, das Wertvollste, was ich habe, ist das Leben. Und das ist ganz schnell vorbei und ich möchte einfach nicht mit 75, 80, 85, wann auch immer, zurückblicken aufs Leben und sagen, hätte ich doch nur, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Ich möchte zurückblicken auf mein Leben und sagen, es hat zwar noch eine Weile gedauert, also ein paar Jährchen, habe zwar so den Glaubenssatz, ich werde jünger, die Kinder werden älter, aber vom Passalter her gibt es ja schon mal ein paar Jährchen, aber ich habe noch die Kurve gekriegt und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Wie willst du mal auf dein Leben zurückblicken? Dass du wirklich gelebt hast oder dass du das Gefühl hast, das Leben ist doch an dir vorbeigerauscht und du denkst, hätte ich doch immer. Meine Liebe, lass es mal auf dich wirken. Und schau mal, was klüger ist, in den Flieger einzusteigen, ohne die Technik zu verstehen im Vorfeld schon, wie genau der Flieger sich in die Lüfte hebt, sondern dass da einfach ein Motor ist, der dem Flieger hilft, dass er von A nach B fliegt. Vergleichsweise das, was ich dir auf dem Silbertablett serviere, ist dein Motor. Was du natürlich auch brauchst, ist der Antrieb für den Motor, denn du musst wissen, warum du es machst, wie dein ideales Leben ausschaut. Das ist dein Antrieb, durchzustarten und aufzuhören, dein Leben an dir vorbeiziehen zu lassen. Okay? Ganz liebe Grüße, bis ganz bald. Tschüss.